Mirko, Olli und Barbara. Bitte, ihr Improhasen. Und Sie frage ich, welche Probleme hat Deutschland? Ja. Du bist Deutsch, also ich bin Deutsch und das ist unser Problem. Aber geht schon los. Ja. Verdammt. Gut. Keinem fällt was ein. Aber es ist gerade, haben wir, was? Angela Merkel. Das ist ein Problem, ja. Ja, meine Damen und Herren. Sie sehen, auch hier hat das Publikum entschieden, das wird jetzt unser Thema sein. Welche Probleme hat Deutschland? Deutschlands Problem heißt Angela Merkel. Und zwar... Olli interviewt jetzt Barbara. Du bist die Expertin für dieses Deutschland-Problem. Du bist die Expertin für unser Problem Angela Merkel. Und Mirko wird das Ganze in die Gebärdensprache übersetzen. Ich freue mich auf diese kleine Diskussionsrunde zum Thema Angela Merkel. Frau Dr. Klöden, Sie sind Vorsitzende eines Vereins zur Abschaffung von Angela Merkel. Was für ein Problem haben Sie mit dieser bezaubernden Frau? Nun, wie schon Roman Herzog sagte, es muss ring, ring, ein Rock durch Deutschland gehen. Zunächst dachte ich das auch. Dann aber sah ich, was die Dame aus der Uckermark anrichtete. Wenn Sie sagen müssten, was sind die drei Dinge, die Sie an Angela Merkel am meisten stören, was wäre das? Ihre Jacke, ihren Rock und ihre Frisur. Und charakterlich? Kein Charakter. Es gibt absolut keinen Charakter. Was ist das Ziel Ihres Vereins? Das Ziel meines Vereins ist, Angela Merkel auf Dauer unschädlich zu machen. Sie soll... Sie soll dorthin gehen, wo der Pfeffer wächst. Hinter die sieben Berge. Oh, ein, zwei, drei. Zu den sieben Zwergen. Oh, hallo, hallo, hallo. Und dort bleiben, bis Rosen und Efeu über sie gewachsen sind. Oh, abschließende Frage, Frau Dr. Klöden. Wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben und Angela Merkel ist nicht mehr Bundeskanzlerin, wie könnte man sie dann sonst nutzbringend verwenden? Sie eignet sich hervorragend in Wachs gegossen, als Denkmal in der Stadt Niederoberbückdorf. Und dorthin werde ich Sie hin empfehlen. Ja, ich sage vielen Dank, Frau Dr. Klöden. Danke, dass Sie den weiten Weg aus Hodenhagen hierhin gemacht haben. Wir müssen kurz verschlafen, sind aber gleich wieder da nach der Werbung. Und denken Sie daran, dieser Traum in Pink, der will auch noch getragen werden.